Hallo und guten Tag, alle, die da sind. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltung Männlichkeiten in Zeiten des Krieges, sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe begrüßen und sehe einer interessanten Veranstaltung mit unseren Gästen Juri Nesterko, Annika Heinlein und Dag Schölper, moderiert von Simone Schmollack, entgegen. Ich bin Henning von Bargen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Gunda-Werner-Institut und dem Bundesforum Männer, Interessenverband für jungen Männer und Väter, und ist Teil unseres Projektes Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert wird. Warum diskutieren wir das Thema im Kontext von Antifeminismus? In der medialen Öffentlichkeit sind immer öfter Stimmen zu hören, die die Rückkehr zur Wehrpflicht fordern, die Kriegsdienstverweigerung als unmännlich etikettieren. Es gibt Feuilletonistinnen, die sich lustig machen über angeblich zu weiche Männer, und vor allem rechtspopulistische und antifeministische Gruppierungen fordern, die wahre Männlichkeit wieder zu entdecken, mannhaft zu werden, um wehrhaft zu sein. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine reaktiviert anscheinend traditionelle Rollenstereotype und hegemoniale Männlichkeitsbilder sowie Ressentiments gegen profeministische und feministische Politiken, die sich machtkritisch für die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten einsetzen. Der Blick auf andere vielfältige Vorstellungen von Mannsein und Männlichkeit wird verstellt. Und dem möchten wir mit dieser Veranstaltung eine andere Perspektive entgegenstellen und darüber ins Gespräch kommen. Sexualisierte Gewalt gegen Männer im Kontext von Krieg und Vertreibung wird weder in der allgemeinen Öffentlichkeit noch in den Wissenschaften eingehender thematisiert. Wir haben daher Dr. Juri Nesterko vom Universitätsklinikum Leipzig gebeten, in einem Vortrag rückblickend auf internationale bewaffnete Konflikte der vergangenen 4 Jahrzehnte eine Annäherung an das Phänomen zu unternehmen. Aus psychologischer Perspektive wird es um die Bedeutung von Streben nach Überlegenheit, Stärke und Dominanz gehen, das sich in der mann-männlichen sexualisierten Gewalt manifestiert. Im an den Vortrag anschließenden von Simone Schmollack moderierten Gespräch mit Juri Nesterko, Annika Heinlein und Dag Schölper wird auch unter dem Eindruck der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine der Frage nachgegangen, inwiefern eine feministische Außenpolitik Politik zu einer Perspektiverweiterung beitragen kann, sodass auch Männer als vulnerable Gruppe gesehen werden können und somit auch antifeministischen Entwicklungen entgegengewirkt werden kann. Im Anschluss an den Vortrag und im Rahmen des Podiumsgesprächs haben Sie als Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen und Statements zu geben. Sie können dafür zum einen das Fragen- und Antworten-Tool nutzen, das Sie in der Menüleiste unten finden. Zum anderen, wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Das ist entweder direkt sichtbar oder im Menü Reaktionen, und wir holen Sie dann mit Bild und Ton auf die Bühne. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns haben, dann können Sie dazu den Chat nutzen und unseren technischen Support auch direkt kontaktieren. Wir möchten noch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und auch die Netiquette einhalten. Ganz wichtig, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen, insbesondere wenn Sie sich per Bild und Ton natürlich auch beteiligen sollten. Bevor ich nun an die Moderatorin Simone Schmollack übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Das sind Maria Hiotis und Brigitte Erhardt von der Technik, Philipp Straub vom Tagungsbüro und meine KollegInnen
im Gunnar-Dana-Institut, namentlich Julia Hartleb und Sandra Ho. Ohne all diese KollegInnen würden wir Veranstaltungen wie diese nicht realisieren können. Also vielen herzlichen Dank an alle. Soviel zunächst von mir. Ich übergebe jetzt an Simone Schmollack, die uns weiter durch den Nachmittag führen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Henning, für die herzliche Begrüßung. Und ich möchte auch jetzt Sie, liebes Publikum, noch einmal herzlich willkommen heißen zum heutigen Abend, zur digitalen Diskussionsrunde der Heinrich-Böll-Stiftung über Männlichkeit in Zeiten des Krieges und sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe. Der Krieg seit 24. Februar, seit 9 Monaten fast auf den Tag genau, läuft er also, dieser schreckliche Krieg, der bisher unzählige Tote und Verletzte gefordert hat und ganz sicher auch noch weiterhin fordern wird. Bisher sind 15 Millionen Menschen auf der Flucht aus der Ukraine, vor allem Frauen, Kinder und Alte. Es werden Städte, Dörfer sowie Infrastruktur, Versorgungsketten und die Umwelt zerstört. Die Ukraine verteidigt sich, sie bleibt wehrhaft, sie gibt nicht auf. An dieser Stelle müssen wir aber genauer werden. Es sind vor allem die ukrainischen Soldaten, also Männer, die ihr Land verteidigen und ebenso Männer aus anderen Ländern, die der ukrainischen Armee helfen wollen im Kampf gegen den russischen Aggressor. Mit diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Henning sagte es schon, sind Themen und Diskurse zurückgekehrt zu uns, zumindest die wir hier in Deutschland überwunden glaubten. Wir diskutieren wieder über eine Wehrpflicht, die vor 11 Jahren abgeschafft wurde. Krieg ist männlich konnotiert. Daher verwundert es nicht, wenn jetzt über insbesondere Männlichkeit und Männlichkeitsbilder gestritten wird, über einen traditionellen Männlichkeitskult, der reaktiviert wurde. Selbst der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky präsentiert sich ja gerne in maskuliner Pose. Rechtsextreme und maskulinistische Gruppierungen rufen nach der wahren Männlichkeit. Und wie gesagt, konservative Feuilletonistinnen machen sich über deutsche Männer, insbesondere jüngere, lustig, die durch die Bank weg Weicheier wären. Wir bewegen uns also in einem sehr weiten Spannungsbogen und darüber wollen wir heute reden mit Annika Heinlein. Sie ist Leiterin des Berliner Büros und Co-Direktorin für Kommunikation und Advocacy, also Interessenvertretung bei Care Deutschland. Dabei konzentriert sie sich auf den Gender-Aspekt in humanitären Notsituationen und hat ihren Fokus vor allem auf das Zusammenspiel von Frauen, Frieden und Sicherheit gerichtet. Ihre Erfahrung hat sie unter anderem im Nahen Osten gesammelt, aber auch im Tschad, im Irak und in Malawi. CARE ist ein weltweit aktiver, gemeinnütziger Verein, der, wie der Name ja schon sagt, Nothilfe in Krisenregionen leistet, aktuell natürlich vor allem für Menschen aus der Ukraine, der sich aber auch Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und dem Kampf gegen die Klimakrise verschrieben hat. Herzlich willkommen, Frau Heinlein. Wir wollen reden mit Juri Nestako. Er ist promovierter Psychologe und an der Universität Leipzig wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie und Leiter des Forschungsbereichs Psychotraumatologie und Migrationsforschung. Und seit diesem Jahr ist er Co-Leiter der Forschungsabteilung am Zentrum Überleben in Berlin, wo Menschen, die Gewalt überlebt haben und oder Flucht- und Migrationserfahrungen haben, medizinische, psychotherapeutische und integrative Hilfe finden. Herzlich willkommen, Herr Nestako. Und wir wollen reden mit Dag Schölper. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Bundesforum Männer, dem Kooperationspartner. Das Bundesforum ist der Interessenverband für junge Männer und Väter, Nichtregierungsorganisation und, wie gesagt, Dachverband von geschlechterpolitisch orientierten Organisationen im Bereich der jungen Väter- und Männerarbeit. Und Dag Schölper legte seinen Fokus auch in all seinen beruflichen Stationen vor dem Bundesforum auf Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit und soziale Teilhabe. Also nochmal herzlich willkommen an Sie alle drei. Und jetzt wollen wir in das Thema gleich ganz direkt einsteigen mit einem Vortrag von Juri Nestako. Wie gesagt, wir sind uns darüber einig, dass sexualisierte Gewalt eine Kriegswaffe ist. Das gilt mittlerweile ja als unumstößliche Wahrheit. Wir verbinden damit aber vor allem Vergewaltigung und Sexualübergriffe auf Frauen und Mädchen und verorten Männer vor allem als Täter.
Doch sexuelle Gewalt wird zunehmend auch als Waffe gegen Männer eingesetzt. Die Folgen sind verheerend, in erster Linie für die Betroffenen, aber natürlich auch für die Gesellschaft, die mit der Gesellschaft und den Folgen umgehen muss. Und auch das Thema wird weitgehend ausgespart. Auch das sagte Henning schon, ich wiederhole es aber an dieser Stelle gern noch einmal, sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in der Wissenschaft. Aber Juri Nestako hat sich damit intensiv beschäftigt und davon dürfen wir jetzt profitieren und Juri Nestakos Vortrag hören. Bitte schön, Herr Nestako. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich teile gerade meinen Bildschirm und müsste eigentlich schon im Präsentationsmodus sein. Ist das der Fall? Ja, ne? Gut, dann starten wir und wie gesagt, es wurde ja bereits eingeführt, die männliche Betroffenheit von sexualisierter Gewalt im Kontext von Krieg und Vertreibung ist ein recht junges Anliegen in der Forschung und ich darf Ihnen heute diese Einführung, diese Perspektive gerade aus der psychologischen Forschung auch geben. Das ist ein Thema, was nicht unbedingt dazu einlädt, sehr illustrative Präsentationen vorzubereiten. Deswegen würde ich auf diese eine Folie verzichten als Einführungsfolie mit so ein paar Eindrücken oder auch Einblicken historischer Natur und auch gleich in die Gegenwart Sie mitnehmen. Sie sehen hier auf der linken Seite ein Bild aus einer Gedenkstätte in Ruanda. Kleider der Betroffenen des Völkermords gegen Tutsi Anfang der 90er Jahre. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Foto von einem angeklagten Anführer der bosnisch-serbischen Armee, der unter anderem auch für Massaker an bosnischen Männern und Jungen in Srebrenica verurteilt wurde. Und diese beiden Bilder sind stellvertretend um vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, wann eigentlich diese Forschung auch angefangen hat. Also wir sind in der sozusagen modernen, nicht nur psychologischen, aber auch geisteswissenschaftlichen Forschung mit dem Phänomen sexualisierter Gewalt gegen Männer und Jungen eben mit diesen beiden großen Konflikten in der jüngsten Geschichte konfrontiert worden. Das sind die ersten, wo die Aufarbeitungen auch einer männlichen Betroffenheit angefangen haben und in irgendeiner Form auch dokumentiert worden sind. Gleichwohl muss man an dieser Stelle sagen, dass die sexualisierte Gewalt im Kontext von Krieg und Vertreibung und in bewaffneten Konflikten gegen Frauen und Mädchen um einiges häufiger stattfindet. Das ist mir auch ein Anliegen, auch am Anfang zu betonen. Diese Form von Gewalt gegenüber männlichen Betroffenen kann auch in unterschiedlichen, in anderen Kontexten auch stattfinden, wo auch die Täterschaft auch ein anderes Gesicht bekommt. Und dafür steht dieses Foto stellvertretend. Ich glaube, in der medialen Aufmerksamkeit war das Gefängnis Abu Ghraib auch zeitweise sehr präsent und entsprechende Aufarbeitung auch verlangt worden und auch stattgefunden. Das gehört auch zu diesem Phänomen dazu und darüber werden wir vielleicht auch sprechen. Mit Blick auf dieses Jahr, hier sehen Sie die UN-Beauftragte Pramila Patten mit der stellvertretenden Premierministerin der Ukraine auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, Pressemitteilung, wo es zum ersten Mal sexualisierte Gewalt im Krieg gegen die Ukraine auch ging. Und ich glaube, das war im Juli diesen Jahres. Es wurden 130 dokumentierte Fälle als erste Zahl präsentiert und ich glaube etwa 20 gegen Männer und Jungen. Wir wissen seit der Eroberung der nordostlichen Gebieten, also das ist jetzt ein Bild, was vielleicht auch in meisten vielleicht in den Medien bekannt vorkommen wird, dieser Fund in einem Wald in der Nähe von Izum von über 200 Leichen. Und auch hier wissen wir, dass männliche Körper mit abgeschnittenen Genitalien gefunden worden waren und somit haben wir hier die sexualisierte Gewalt gegen
Männer und Jungen auch postmortem sozusagen als Nachweis da. Wir haben auch Berichte von Betroffenen, die auch in die Öffentlichkeit gehen. Ein Beitrag im schweizerischen Fernsehen, wo ein junger Mann recht explizit über die Vergewaltigung, die er auf der Flucht erlebt hatte, erzählt. Und das ist natürlich auch etwas, was sozusagen das neue Zeitalter mit sich bringt und aber auch die gesellschaftlichen Debatten, dass eine Öffnung da ist, dass die Betroffenen auch eine gewisse Form von Sichtbarkeit und Hörbarkeit auch erfahren. Das ist relativ neu in diesem Phänomen. Und es ist keine Woche her. Dienstag letzte Woche gab es einen Bericht der Vereinten Nationen zu Erlebnissen der Kriegsgefangenen, ehemaligen Kriegsgefangenen auf der ukrainischen, aber auch russischen Seite, wo auch explizit über Berichte zu sexualisierter Gewalt auch gesprochen wurde. Und man muss an dieser Stelle betonen, auch auf beiden Seiten. Worum es mir in diesem kurzen Vortrag heute geht, Sie erstmal in das Phänomen einzuführen, die wenigen verfügbaren Zahlen zu männlicher Betroffenheit zu präsentieren, auf die Formen dieser Gewalt und auch Kontexte einzugehen, über das große Tabu und Stigma der Betroffenen zu sprechen und dann natürlich auch über die Folgen und dies explizit aus der psychologischen Traumaperspektive. Wie gesagt, es gibt nicht viel dazu. Also wir sind ganz am Anfang, was die epidemiologische oder sozusagen prävalenzschätzende Forschung angeht. Ich habe hier ein paar Arbeiten mitgebracht aus den letzten Jahren, die sich auf die Konflikte der letzten 40 Jahre beziehen. Es ist relativ wenig und die Qualität dieser Schätzung ist auch jeweils unterschiedlich. Ich würde jetzt nicht auf diese einzelnen Arbeiten eingehen. Wichtig wäre hier an dieser Stelle zu betonen, dass die Quoten erschreckend hoch sind. Da, wo wir eigentlich Zugänge haben, da, wo wir auch mehr oder weniger populationsbasierte Schätzungen haben, wie zum Beispiel eine Arbeit von Frau Johnson mit Blick auf die Konflikte oder andauernden Auseinandersetzungen in der Demokratischen Republik Kongo mit 23,6% Betroffenheit innerhalb der männlichen Population in diesen Gebieten. Und die Zahlen sind so in dem Bereich zwischen 20 und 30%. Eine klare Aussage ist aus vielen Gründen nicht möglich und darüber werden wir heute auch sprechen. Was wir in Deutschland gemacht haben, wir haben in Leipzig eine epidemiologisch angelegte Befragung durchgeführt von kürzlich eingetroffenen Geflüchteten im Jahr 2017 und 18. Und da haben wir unter anderem auch nach sexualisierter Gewalterfahrung gefragt. Und wir haben auch eine ähnliche Zahl bei männlichen Befragten auch vorgefunden, 32,6%. Also jeder dritte von uns befragte Mann hat sexuelle Gewalterfahrung angegeben. Hier an dieser Stelle muss ich wieder betonen, innerhalb der weiblichen befragten Population war das fast jede zweite Frau. Also das Phänomen ist auch im Kollektiv der Geflüchteten auch breit vertreten und darauf müssen wir unsere Aufmerksamkeit unbedingt richten. Was gehört alles zu sexualisierter Gewalt? Hier sind zwei Definitionen, eine von den Vereinten Nationen, eine aus einer Übersichtsarbeit zu sexualisierter Gewalt gegen Männer und Jungen. Im Grunde kann man entweder explizit verschiedene Formen von möglichen Gewaltarten aufzählen, wie das die Vereinten Nationen machen, oder etwas allgemeiner dieses Phänomen definieren. Im Grunde geht es in erster Linie darum, festzustellen, dass es die Person in ihrer intimsten Privatsphäre trifft, die Betroffenen, und dass diese Gewalt auch mit Absicht eben in diese Sphäre
ausgeübt wird, gerade im Kontext von Krieg und Vertreibung. Bei den männlichen Betroffenen wissen wir aus den Berichten aus der Literatur, dass das Spektrum relativ breit ist. Also es kann bei sexueller Erniedrigung mit Foto-, Videoaufzeichnung oder auch erzwungener Nacktheit in Gefangenschaft Kontexten anfangen bis hin zu erzwungenen Sexualverkehr. Da sind die allerschlimmsten Fälle und die diese Berichte kennen wir vor allem aus Bosnien, wo männliche Familienmitglieder gezwungen werden, einander unterschiedlich sexuell Gewalt anzutun. Genau, ich würde jetzt auch aufgrund der Kürze der Zeit nicht auf jede einzelne Form hier eingehen. Vielleicht eine Bemerkung zu der Folter. Das ist etwas, was auch die mangelnde Dokumentierung dieser Fälle betrifft. Viele Betroffene bezeichnen relativ eindeutige Formen von sexualisierter Gewalt einfach als Folter aus Scham, aus Angst vor Stigmatisierung oder eben auch aus Kenntnis, aus sozusagen nicht vorhandenen Wissen darüber, dass bestimmte Foltertechniken auch als sexualisierte Gewalt gelten und auch entsprechend auch angeklagt werden können und sollen. Die besonders gefährdete Gruppen sind, wenn wir uns die Berichte anschauen, wo diese Gewalt angeklagt oder dokumentiert wurde in der einen oder in anderen Form, dann sind es natürlich Menschen, die vertrieben werden, die fliehen. Es sind aber auch Männer mit Behinderungen und auch Arbeitsmigranten und auch bestimmte Zugehörige bestimmter ethnischer Minderheiten in den jeweiligen Konfliktgebieten. Ganz besonders gefährdet sind Menschen, die eine erhöhte Vulnerabilität sozusagen mit sich bringen, die sozusagen tatsächliche oder augenscheinliche Nichtkonformität mit der sexuellen Orientierung, mit der Identität oder auch Ausdruck ihrer ihrer Geschlechtsidentität ausleben, sei es Homosexualität, sei es Transpersonenzugehörigkeit oder eben andere Formen von, ich sage jetzt mal, Abweichung von dem heteronormativen Bild der Männlichkeit. Die Täterschaft ist in der überwiegenden Mehrheit männlich. Das ist die besagte Arbeit von Frau Johnson, wo wir relativ verlässliche Zahlen haben, methodisch, wo wir uns auch darauf stützen können. Und hier ist die Bandbreite ebenfalls groß und auch mit unterschiedlichen sozusagen Hintergründen und auch Funktionen ausgestattet, also angefangen von staatlichen oder parastaatlichen Akteuren, die Machtpositionen innehaben, bis hin zu Friedenstruppen der Vereinten Nationen, also die Fälle, wo Blauhelmsoldaten sexualisierte Gewalt begehen, waren in den letzten Jahren auch in den Medien durchaus nachzulesen, aber auch Zivilistinnen und FluchthelferInnen können ebenfalls TäterInnen sein. Die Kontexte sind in der Regel die sogenannten Places of Detention, das sind Gefängnisse, Polizeistationen, Militärcamps, aber auch in öffentlichen Räumen, also das, was wir aus den Einzelfallberichten aus der Ukraine auch kennen, können das auch Wohnräume der Betroffenen sein. Und dann kommen wir eigentlich so mehr vielleicht zu dem Thema des heutigen Abends, auch im Anschluss von dem Vortrag. Wenn wir uns den Krieg als Demonstration der Stärke, Dominanz, Überlegenheit der einen Kriegspartei gegenüber der anderen Kriegspartei vorstellen, dann bekommt dieser Gewaltakt, die sexualisierte Gewalt, einen besonders instrumentellen Charakter. Und es gilt sozusagen den Gegner als Repräsentanten des feindlichen Kollektivs zu demütigen,
ihn zu foltern, einzuschüchtern, aber auch so einen gewissen Ruf zu verbreiten. Also es hat sozusagen so einen instrumentellen Charakter im Sinne von, das würde euch oder dem sozusagen feindlichen Kollektiv passieren, wenn sich sozusagen die lokale Bevölkerung nicht beugt, wenn sie in irgendeiner Form nicht kooperiert. Und dadurch wird natürlich auch so eine Form von Macht und Überlegenheit etabliert. Also diese perfide Logik gilt sozusagen für den Akt an sich, aber auch als, ich sage jetzt mal, Mitteilung Richtung gegnerisches Kollektiv insgesamt für die Zukunft. Und damit wird natürlich den Charakter dieser Waffe sozusagen auch offenbar. Die moralische Integrität des Gegners soll zerstört werden und dadurch auch eine Unterwerfung und Entmachtung erreicht werden. Und das Ganze macht Sinn, in Anführungsstrichen, aus so einem sehr starken hegemonialen, heteronormativen Männlichkeitsbild. Und damit sind wir auch bei der modernen Männlichkeitsforschung mit Frau Connell, die auch diese sozusagen Typ beschrieben hatte, Anfang der 90er und dann immer wieder in den letzten Jahren auch vervollständigt hatte. Und wenn wir das sozusagen in den Bereich der sexualisierten Gewalt übertragen, dann wird sozusagen all denjenigen, die nicht das hegemoniale heteronormative Männlichkeitskonzept ausführen, nämlich Frauen, homosexuellen Männern, Männern, die sozusagen oder Menschen grundsätzlich, die das heteronormative nicht erfüllen, auch Transpersonen, aber auch den fortpflanzungsunfähigen Männern so eine gewisse Form von Schwäche, Machtlosigkeit, Perversion beziehungsweise Makel und Defizit und damit auch eine Unmännlichkeit attestiert. Und der Akt der sexualisierten Gewalt erreicht eben sozusagen diese wie sagt man das, diese Definition des Gegners. Also durch die Penetration eines Gegners mit Blick auf die eigene Potenz wird sozusagen eine Feminisierung, Homosexualisierung und auch Verhinderung der Fortpflanzung, wenn wir über bestimmte Formen der Folter oder auch Schmerzinduktion im Genitalbereich nachdenken, erreicht. Und wenn der Gegner, der auf die eine oder andere Art und Weise gefoltert oder penetriert wurde, feminisiert, homosexualisiert oder in seiner Fortpflanzung verhindert wurde, dann ist dieser Gegner sozusagen gar nicht mehr ein ebenbürtiger Gegner. Das ist sozusagen diese perfide Logik, die hinter diesen Akten steht. Und in dieser Logik gilt der Mann als unverletzlich, als dominant, als überlegen, als potent und aggressiv. Und sozusagen der Gegner wird mit diesem Akt auch entmännlicht. Also das, was wir sozusagen aus der Forschung als Emasculation oder auch Entmännlichung kennen oder auch beschreiben. Und diese, ich sage jetzt mal, Weltbild, also diese Vorstellung von Geschlechtszugehörigkeit, also diese Vorstellung von Männlichkeit, ist sehr eng mit Nationalismus, mit soldatischer, militärischer Identität und Ideologie auch verbunden, beziehungsweise Mobilisierung und eine Form von Angriffsfähigkeit, aber auch, und darüber sprechen wir heute auch vielleicht ein bisschen ausführlicher, Wehrhaftigkeit. Für die Betroffenen von dieser Form von Gewalt, die unter Umständen auch diese Vorstellung von Männlichkeit teilen, wird natürlich auch schwierig, darüber zu reden. Und daraus erklärt sich auch das große Tabu und auch Stigmatisierung der Betroffenen heraus, weil die Männlichkeit und die Betroffenheit von dieser Gewalt ist quasi per Definition
inkompatibel. Das ist eigentlich nicht möglich, dass ein echter Mann so einen Angriff nicht abwehren kann. Und entsprechend der Verarbeitung muss dieser Mensch, dieser echte Mann sozusagen auch mit sich selbst ausmachen. Und da gibt es eigentlich gar keinen Raum, um diese Betroffenheit zu benennen. In manchen Kontexten oder in relativ vielen Ländern dieser Welt muss natürlich auch noch bedacht werden, dass Homosexualisierung bzw. gleichgeschlechtliche Sexualakte kriminalisiert werden. Das sind im Moment etwa 70 Länder der Welt, die unterschiedliche Formen von Geldstrafe bis hin zu Todesstrafe als Kriminalisierung von diesen Akten mit sich bringen, sodass das Berichten für viele Betroffene auch gar nicht möglich ist. Und dann ist natürlich auch eine Frage, in welchem Kontext und wer eigentlich dieses Wissen auch zur Verfügung hat. Und aus einem Interview, was ich mit einem Betroffenen geführt habe, wurde relativ schnell klar, dass diese Form von Verfügbarkeit, also dieser Ruf, den man dann einem anhaftet, wenn in dem Kontext, in dem diese Gewalt stattgefunden hat, bekannt gegeben wird, wird der Mensch sozusagen zur Zielscheibe schlechthin. Und das gilt gerade in solchen Kontexten wie Gefangenschaft, aber auch Flucht und Vertreibung. Und daraus resultiert auch dieses Underreporting oder auch Underdocumenting, also diese Abwesenheit von Zahlen, mit der ich angefangen habe, diesen Vortrag, also sehr wenige Arbeiten, wo wir in irgendeiner Form verlässliche Prävalenzen, Prozentangaben zur Häufigkeit geben können. Weil auf der Individualebene hat es natürlich sehr stark mit Scham und Schuldgefühlen zu tun, aber auch Angst vor Verlust der Ehre. Das ist etwas, was sehr viele Betroffene auch so in dem Wortlaut auch betonen. Angst vor Ausschluss aus der Community, Kriminalisierung, darüber habe ich gerade auch gesprochen, aber auch im Sinne von diesem Stigma-Phänomen auch, die letzte Option zu haben, die Kontrolle darüber zu haben, mit wem und in welchem, mit welchen Details ich darüber erzähle, ist natürlich auch etwas, was viele Betroffene auch als so eine Form von Selbstschutz und Kontrollfunktion auch erleben. Das heißt, dieser Informationsmanagement, also selbst entscheiden zu können, mit wem ich darüber spreche, ist für viele Betroffene auch etwas sehr Stützendes und auch Resilientes. Im sozialen Umfeld haben wir einiges zu beklagen und auch das gilt nicht nur für die Gesellschaft an sich, das gilt vor allem auch die Versorgungsstrukturen. Also wir haben relativ wenig Anlaufstellen für die Betroffenen in unterschiedlichen Kontexten. Wir haben nicht unbedingt etabliertes Wissen über die Versorgung auch beim medizinischen Fachpersonal. Wir haben falsche Dokumentation oder eben auch vollständiges Ausbleiben der Dokumentation, weil das Thema einfach nicht, ich sage jetzt mal, berührt werden möchte. Und das gilt aber auch im Asylverfahren sehr häufig, dass bestimmte Ansprüche auch gar nicht geltend gemacht werden können, weil die Räume dafür in den Anhörungen auch gar nicht geschaffen werden. Und ein gutes, ich sage jetzt mal, eine gute Analyse über dieses Phänomen hat eine US-amerikanische Kollegin Jill Stoffer vorgelegt mit dem Konzept der Ethical Loneliness, der The Injustice of Not Being Heard. Das ist ein Phänomen, was Betroffene von Menschenrechtsverletzungen und Schirrstoffer hat, vor allem Holocaust-Überlebende untersucht.
und mit ihnen gesprochen, dass die Betroffenen von sehr brutalen, perfiden Formen von Gewalt sehr häufig nicht gehört werden, weil in der Gesellschaft, in die sie zurückkehren, diese Räume des Zuhörens gar nicht geschaffen werden. Das heißt, die Viktimisierung findet sozusagen in einem sicheren Ort erneut statt, weil die aufnehmende Gesellschaft nicht in der Lage ist, wirklich zuzuhören. Also nicht in der Lage ist, die Details dieser Gewaltakte tatsächlich als solche aktiv anzuerkennen. Und hier spricht sie von so einer multiplen Stationen der Vernachlässigung der Betroffenen bzw. Opfer. Und das ist etwas, was wir unbedingt im Blick behalten müssen, auch in die Zukunft, wenn wir irgendwann über Aufarbeitung sprechen, dass wir im Zuge dieser Aufarbeitung eben diese Themen, die gesellschaftlich tabuisiert und auch stigmatisiert sind, öffnen und auch mehr Räume schaffen, wo die Betroffenen eben sich wohlfühlen, über das, was sie erlebt haben, auch zu berichten. Ich gehe jetzt mal auf die verschiedenen Folgen und auf der körperlichen Ebene von sexualisierter Gewalt gibt es eine Reihe von akuten Folgen, die sind relativ selbsterklärend, da würde ich jetzt nicht so stark in die Details eingehen wollen. Wichtig wäre hier nochmal zu betonen, dass in Konflikt-Settings, um die Perfidität dieser Gewalt vielleicht noch ein Stück weit zu betonen, gerade HIV-Infektionen als sozusagen Mittel auch eingesetzt worden waren. Das heißt, Täter, von denen klar war, dass sie infiziert sind, auch gezielt eingesetzt waren, zu vergewaltigen, um die Betroffenen sozusagen auch mit dem Virus zu infizieren. Auf langfristiger Ebene wissen wir, dass derartige interpersonelle, traumatische Gewalterfahrungen zu langfristigen körperlichen Folgeerkrankungen führen können, bis hin zu frühzeitigen Demenzerkrankungen und auch neurologischen Ausfällen, Herz-Kreislauf-Störungen und dergleichen. Auf der psychologischen Ebene wissen wir seit vielen Jahren, auch unabhängig von dem Kontext, dass sexualisierte Gewalt das Trauma, das interpersonelle Trauma schlechthin ist und die Traumafolgestörung, die sozusagen als erste sehr wahrscheinlich auftreten kann, ist die posttraumatische Belastungsstörung. Aber auch andere psychische Störungen können Folge von sexualisierter Gewalt sein. Das wissen wir, das ist inzwischen sehr gut belegt, auch im zivilen Kontexten. Die Datenlage zu psychischer Belastung von Überlebenden in Kriegs- und Vertreibungskontexten ist nach wie vor sehr lückenhaft. Also wir haben eine Übersichtsarbeit zu Konflikten der jüngsten Geschichte und das sind nur 20 Studien, die auch methodisch unterschiedlich qualitativ hochwertig sind und in 12 diesen Studien war die Betroffenheit zu den Folgen in der Demokratischen Republik Kongo. Und das liegt in erster Linie nicht daran, dass dort diese Form von Gewalt besonders häufig stattgefunden hat, sondern eher daran, dass die westlichen Initiativen und auch Forschungsaktivitäten da seit Jahrzehnten einfach etabliert sind. Und in nur 8 Studien wurde männliche Betroffenheit untersucht und die Zahlen, die ich hier mitgebracht habe, ich will jetzt auch nicht auf jede einzelne Studie eingehen, die sind auch alarmierend. Also wir haben Prävalenzraten von PTBS im extrem hohen Bereich. Also wenn wir die allgemeine deutsche Bevölkerung uns angucken, dann ist die Rate bei 3,5% oder auch weniger, je nach Studie. Und hier haben Sie ja also erschreckende Zahlen, was sozusagen die psychischen Folgen angeht. Und auch in der eigenen Arbeit, ohne jetzt auch in die Details reinzugehen,
haben wir bei männlichen Geflüchteten mit und ohne solchen Erfahrungen entsprechend nach psychischer Belastung erfragt. Und wir sehen, dass männliche Befragte mit solchen Erfahrungen nahezu jeder zweite auffällige Werte für posttraumatische Belastungsstörungen berichten, 43,7% gegenüber den 30%, was trotzdem auch viel ist bei geflüchteten Männern ohne Erfahrung von sexualisierter Gewalt. Der Versorgungsbedarf ist viel höher bei den Betroffenen von sexualisierter Gewalt in geflüchteten Kollektiv. Die Anzahl weiterer traumatischer Ereignisse ist signifikant, also überzufällig häufiger, und auch der aktuelle Gesundheitszustand auf so einer selbst eingeschätzten Skala ist auch bei den Betroffenen viel niedriger als bei den Menschen, bei den männlichen Befragten, die solche Gewalt nicht erlebt haben. Die psychosozialen Folgen, und das ist etwas, worüber wir vielleicht auch in der Diskussionsrunde sprechen werden, sind auch ja gravierend, und den müssen wir auch sozusagen auf der Individualebene, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene auch begegnen. Die Menschen haben Schwierigkeiten, Beziehungen mit anderen einzugehen, intime Beziehungen zu pflegen oder beziehungsweise ja in irgendeiner Form überhaupt zu haben. Wir beobachten auch einen emotionalen Rückzug und auch Auflösung von emotionalen Bindungen und auch zunehmend Rückzug aus dem Familienleben. Also die Menschen isolieren sich in der Regel, und hier wieder auch ein Beispiel aus einem Interview mit einem Betroffenen, wo es eben darum geht, mit jemandem zu sprechen und wo auch vielleicht auch diese Form von Einsamkeit, diese ethische Einsamkeit auch noch ein Stück weit deutlicher wird. Das würde ich jetzt mal hier so stehen lassen und nicht alles vorlesen, und komme eigentlich schon zu den letzten Folien. Das, wo wir eigentlich hin müssen, und das ist jetzt aus sozusagen psychologischer, psychotherapeutischer Perspektive beziehungsweise aus der Forschungsperspektive, uns fehlen nach wie vor verlässliche Zahlen, verlässliche Schätzungen. Wir verfügen nicht über detaillierte Erfassung von verschiedenen Formen und Kontexten. Also das, worauf ich heute referiert habe, sind sozusagen Berichte und Dokumentationen aus den Gerichtsverfahren beziehungsweise Interviews mit den Betroffenen, aber so eine ja verlässliche, stabile Statistiken fehlen uns. Wir wissen relativ wenig über langfristige Konsequenzen. Das müssen wir noch länger verfolgen. Wir müssen stärker in so einen interdisziplinären und auch in den internationalen Austausch treten. Also in Deutschland gibt es meines Wissens nach kaum Forschung dazu. Es muss mehr werden, und auch natürlich viel mehr müssen wir die Betroffenen einbeziehen und auch eine partizipative Forschung auch betreiben. Auf der Versorgungsebene fehlt es an spezifischen Programmen und eben auch an diesen Räumen, wo aktiv zugehört werden kann, wo auch diese konfliktbezogene sexualisierte Gewalt auch als ein Phänomen angesprochen werden kann, von dem die Gesellschaft eigentlich keine Angst hat. Also wo dieses Stigma auch bekämpft werden kann, und wir als Versorgende, als Informierte auch eine Haltung einnehmen, wo die für die Betroffenen sozusagen als eine unterstützende auch wahrgenommen werden kann. Noch ein paar Literaturhinweise. Die wenigen Bücher, die es dazu gibt, sind in der Regel von den internationalen Kollegen, Kolleginnen verfasst worden. Und zwar in den letzten 5 Jahren, muss man sagen, findet man mehr dazu. Und auch in unserer Arbeitsgruppe wurden 2 Arbeiten, deutschsprachige Arbeiten zu dem Thema verfasst. Die sind eigentlich auch empfehlenswert, falls Sie mehr und ausführlicher darüber erfahren möchten. Und ich glaube, an dieser Stelle bin ich hoffentlich, ohne Zeit zu überziehen,
fertig und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Nesterkow, für diesen eindrücklichen und doch schon sehr ausführlichen Einblick in dieses noch sehr junge Forschungsfeld. Vielen Dank. Wir werden gleich darüber diskutieren. Es gibt auch schon einige Bemerkungen und Ergänzungen dazu im Chat, aber das machen wir später. Ich habe erstmal eine Frage an Henning von Bagen, ob es denn Verständnisfragen aus dem Publikum gibt oder Nachfragen, die sozusagen jetzt noch keine Diskussion bilden, sondern einfach ganz direkt im Zusammenhang mit dem Vortrag von Juri Nesek bestehen. Ja, ganz direkte Verständnisfragen haben wir noch nicht. Wir haben drei Fragen, die vielleicht auch eher schon die Diskussion nachher mehr betreffen. Aber jetzt kommt gerade noch eine rein. Es würde mich interessieren, inwiefern auch die Familie als Analyseebene von sexualisierter Gewalt in der Forschung untersucht wurde. Ich denke dabei in erster Linie an von Jodens Fogies The Devil in the Details. Wie hat sich seitdem der Stand der Forschung entwickelt, besonders im Kontext von Kriegen bzw. Genoziden? Das ist eine weiterführende Frage, keine Verständnisfrage, aber vielleicht passt es jetzt direkt genauso. Und diese Frage war von Maximilian Kall. Dann gibt es von Benjamin Kalkum zwei Fragen. Eine, gibt es Strategien zur Prävention oder Interventionen in laufenden Konflikten? Ich glaube, das ist eher was für die Debatte etwas später. Und ebenso die Frage danach, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Soldaten, Kämpfer, Täter zu werden, die sicherlich unterschiedlich sein wird. Was weiß man über die Täter und über die Voraussetzungen für solche Taten? Welche Rolle spielt die militärische Führung? Kann zum Beispiel eine Militärführung solche Exzesse wirksam verbieten? Oder sind das Dynamiken, die sich top-down nicht kontrollieren lassen? Also eher anschließende Fragen, aber vielleicht das ein oder andere, was jetzt vielleicht schon interessant wäre, direkt aufzugreifen. Und dann gibt es für das Gespräch noch was zum Thema auch feministische Perspektiven auf dieses Thema. Das sage ich dann gerne später. Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich sehe die Fragen jetzt hier auch und würde sie gerne zurückstellen, bis auf die letzte Frage zur Forschung in der Familie. Das ist ja noch eine Verständnisfrage, die man oder eine Ergänzungsfrage, die man durchaus jetzt hier, die Sie durchaus jetzt hier beantworten könnten, Herr Nesterkow. Ja, also das bin ich nicht so ganz sicher. Vielen Dank für die Frage. Das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Feld, weil im Grunde sind wir dann relativ schnell auch im Bereich der Kindes. Misshandlungen und da bin ich kein Spezialist, muss ich gleich sagen. Es ist nicht mein Themenfeld, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auf eine Art noch stigmatisierender und noch tabuisierter ist im Kontext von Krieg und Vertreibung, weil eine Anklage gegen einen sozusagen gegnerischen Soldaten oder ein gegnerisches Kollektiv zu erheben und zu sagen, mir ist sexualisierte Gewalt widerfahren, in dem Kontext des bewaffneten Konflikts um einiges einfacher, obwohl es eigentlich auch sehr schwer ist, als zu sagen, mir ist im kriegerischen oder im Fluchtkontext sexualisierte Gewalt widerfahren, die im Kreise meiner Familie stattgefunden hat. Also da ist das Tabu und das Stigma noch viel, viel, viel stärker und größer. Und ich glaube, das ist sozusagen so noch, wie soll ich sagen, ein Phänomen, was wir noch viele, also wo wir noch viele, viele Jahre hinarbeiten müssen, um auch diese Tür zu öffnen. Na, und einiges passiert jetzt, was sozusagen sexuelle Gewalt in Institutionen stattgefunden hat. Also diese Debatten haben auch alle mitbekommen. Jetzt unabhängig von dem Kriegs- oder Konfliktkontext und auch in den Familien, also das wird auch zunehmend mehr beforscht, jetzt ohne Konfliktkontexte. Allerdings sind die Betroffenen dann in der Regel auch schon sehr erwachsen, wenn sie darüber reden. Ja, also das wird sozusagen viele Jahre später berichtet. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es jetzt eine Antwort auf diese konkrete Frage war, aber das ist jetzt sozusagen mein Angebot spontan darauf. Vielen Dank. Wir können es auch erstmal hier so lange stehen lassen. Vielleicht kommen Sie anderen drei, Frau Heinlein, Herr Schölper,
Da sind zwei nochmal mit dazu schon mal. Wunderbar, da sind Sie. Ja, dann lassen Sie uns jetzt gemeinsam über das Thema, das jetzt schon so ausführlich behandelt worden ist, sprechen. Und ich gehe nochmal kurz zurück auf die Beispiele, die Sie genannt haben, die wir wahrscheinlich auch alle kennen, also Syrien, Kongo, Uganda, Liberia, Peru, der Jugoslawienkrieg und jetzt auch in der Ukraine. Da sind Fälle dokumentiert, auch noch in anderen Ländern, zum Beispiel in Sri Lanka, die Tamilen als ethnische Minderheit. Es ist also eigentlich bekannt, weitgehend, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und trotzdem bleibt dieses Thema weitgehend ausgespart in der öffentlichen Debatte. Warum ist das so, Herr Schölper? Danke für die steile und harte Frage nach dem Warum. Also ich glaube, dass das von Juri Nestakon, dessen Vortrag auch schon sehr deutlich gemacht wurde, wie hoch die Fallhöhe ist. Also dass die Festigkeit und die Erwartung an Männlichkeitskonzepte es schlicht nicht zulässt, diese Thematik sich zu stellen, anzunehmen, hier empathisch zu sein. Und das gilt umso mehr für kulturelle Räume, in denen die Verlustängste noch größer sind. Also genannt waren die Stichworte von Homophobie oder Homosexualität als totales Stigma und totales Tabu. Und wenn ich durch eine Betroffenheit mich quasi als homosexuell lesen lassen muss, dann ist die Annäherung daran gleich vielfach verbaut und die Hürden sind enorm hoch, an denen man letztlich erstmal rütteln müsste, zu sagen, Homosexualität ist okay, als Einstieg, um zu sagen, das, was dir da passiert ist, ist vielleicht homosexuell, was ja auch schon wieder für sich eine total steile These ist. Also es sind so viele Prämissen und Vorannahmen im Raum, die erstmal eigentlich unterminiert werden müssten, um da überhaupt richtig voranzukommen. Und ich denke, dass da die große Schwierigkeit drin liegt, wirklich große Schritte in Geschwindigkeit voranzukommen auf einer internationalen, globalen Ebene. Was jetzt für den hiesigen Kontext in Deutschland angeht, da bin ich tatsächlich auch immer wieder ein bisschen ratlos, wie es uns gelingt, in die Debatten, das ist ja jetzt hier auch Teil schon im Chat gewesen, in die feministische Außenpolitik-Debatte, diese Linie mit reinzuziehen, ohne dass es hier quasi in Unterminierung der berechtigten Anliegen der betroffenen Mädchen und Frauen geht, sondern das als ein vielleicht kleinerer Nebenbereich, aber mit einer gleich dramatischen Dynamik und Dramatik aufgenommen und aufgegriffen werden kann und auch politisiert werden kann, ist aber eine enorme Herausforderung, weil ja nach wie vor der Widerstand auch gegen alles, was sich irgendwie als feministische Außen- und Sicherheitspolitik begreifen ließe, auch enorm groß ist. Also sozusagen da noch einen weiteren Rucksack aufzusetzen, um das nach vorne zu bringen, scheint mir an manchen Stellen vielleicht sogar zu viel verlangt, obwohl wir es dringend eigentlich bräuchten. Und ich glaube auch viele auf einer theoretischen Ebene dem sofort zustimmen würden, auf einer strategischen Ebene dann vielleicht eher sagen würden, naja, wir müssen erstmal an anderer Stelle weiter vorankommen. Und da stehen sich ganz viele Dinge wechselseitig im Wege. Ich wäre da sehr neugierig, was die Kollegin Annika Heinlein aus der vielleicht auch praktischen Erfahrung vor Ort genau dazu sagt, ob es da aus ihrer Sicht Einflugschneisen gäbe. Darüber werden wir gleich noch reden und auch über die Rolle der feministischen Außenpolitik. Aber Frau Heinlein, ich würde nämlich jetzt gern von Ihnen wissen, dadurch, dass wir ja Krieg als Männersache ansehen, Krieg ist männlich konnotiert und Männer, die Juri Nestakon sagt das auch schon, Männer, die sexualisierte Gewalt in Kriegskontexten erleben, gelten eher als Folteropfer. Und Sie mit Ihrer Organisation, die ja einen feministischen Anspruch hat und zugesagt, dass Opfer sexueller und sexualisierter Gewalt jede Hilfe erfahren. Wie kommen denn da männliche Opfer rein? Wie werden die von Ihnen, von Ihrer Organisation aufgefangen? Ja, vielen Dank. Und ich sage gerne dann irgendwann auch noch mal ganz kurz was zu den Fragen von vorher. Sie haben das gerade schon gesagt, CARE ist eine humanitäre Organisation, das heißt, es ist unsere Brille auf die Thematik und wir implementieren nach feministischen Prinzipien oder versuchen das, soweit wir das können. Jetzt ist es so, dass vieles von dem, was berichtet wurde, bei uns tatsächlich
auch als Problem in der Implementierung ankommt, weil dieses große Stigma, das damit verbunden ist, ist natürlich auch ein Problem, wenn Sie Menschen zum Beispiel haben, die in Camps ankommen, die über das, was ihnen widerfahren ist, nicht berichten. Also man kann nur mit Dingen umgehen, von denen man weiß im jeweiligen Kontext. Umso wichtiger ist es, glaube ich, und das ist ein größeres Thema, so gut wie möglich Gender-Analysen anzufertigen, bevor es zum Konflikt kommt und dann auch aktuell in den Konflikten, weil was wir auch wissen aus der praktischen Erfahrung ist, dass sexualisierte Gewalt immer eine Manifestierung von Ungleichheiten ist, die es auch vor den Konflikten schon gab. Das heißt, es verschärfen sich Ungleichheiten um ein Vielfaches, die wir vorher schon beobachten konnten. Und wenn wir um diese Ungleichheiten wissen, dann können wir darauf auch eingehen. Und vielleicht dazu auch nochmal zwei Sätze. Ich finde, das hat man hervorragend gesehen, auch in der Präsentation von Herrn Nesterko, bei der Folie besonders gefährdete Gruppen. Das sind oft dann die Gruppen, die am Ende der Reputationslinie und der Dominanzlinie in der Wahrgenommenen stehen. So wie das oft natürlich auch für Frauen und Mädchen gilt und das vielleicht auch nochmal den Satz zu unterstreichen, nur um das zu verdeutlichen. Natürlich ist die Zahl viel höher von Frauen und Mädchen. Das ist Leid ist Leid. Aber wenn Sie den Bereich anschauen, der als so viel bekannter dargestellt wird, ich habe die Zahl gerade nochmal zufällig in einem anderen Kontext auf dem Schreibtisch gehabt, das Volumen von gesamthumanitärer Hilfe für den Bereich geschlechtsspezifische Gewalt weltweit sind 0,8%. 0,8% aller Maßnahmen gingen in den Bereich geschlechtsspezifische Gewalt, obwohl es keinen Konflikt der Welt gibt. Das wissen wir seit Jahrzehnten, wo sich geschlechtsspezifische Gewalt für alle betroffenen Gruppen nicht verschärft. Und es zeigt vielleicht so ein bisschen die Dimension, wieso oft dann auch Männer und Jungen als überlebende Gruppe, ich möchte nicht sagen unter den Tisch fallen, weil die implementierenden Organisationen wissen um das Problem, aber zu kurz kommen. Herr Nesterko, Sie haben die Folgen von sexualisierter Gewalt bei Männern ja auch gerade sehr eindrücklich beschrieben. Und da hatte ich so kurz diesen Impuls zu sagen, erleben jetzt männliche Opfer sexueller und sexualisierter Gewalt das Gleiche, also heute wie Frauen vor Jahren, als Vergewaltigung immer noch als Kavaliersdelikt galt und nicht so ernst genommen wurde, wie wir es heute tun. Also da würde ich, glaube ich, diese Unterschiede, glaube ich, nicht aufmachen. Es ist also so eine Form von interpersoneller Gewalt und auch sozusagen Verletzung des Intimsten, was der Mensch hat, nämlich irgendwie seine Körpergrenzen. Das geht, glaube ich, jenseits von einer Vorstellung von eigener Geschlechtlichkeit. Das ist noch ein bisschen eine andere Ebene. Also da ist sozusagen, die Verletzung ist sozusagen so unmittelbar da, also wenn wir Trauma als Wunde verstehen und wenn das diese schlimmste Form irgendwie mit sich trägt, nämlich die Penetration, die vielleicht auch öffentlich stattfindet, die vielleicht irgendwie in irgendeiner Form auch so eine öffentliche Demütigung mit sich bringt, da geht es, glaube ich, nicht um soziale Kategorie der Zugehörigkeit. Also ich würde sagen, ja, die Folgen sind sehr vergleichbar in der individuellen Erleben. Und wenn sie aber dann sozusagen in die sozialen Kontexte wieder reingetragen werden, nämlich was die Versorgung angeht, was sozusagen die Sicht der Gesellschaft auf diese Folgen angeht, also wie mit der Betroffenheit umgegangen wird, da sind durchaus Unterschiede zu vermuten, aber auch da fehlt uns, glaube ich, eine empirische Basis, wo ich mich aus dem Fenster lehnen könnte und sagen würde, bei Frauen ist es so, bei Männern ist es so, bei Transpersonen oder wie auch immer, Zugehörigkeitsgruppe definiert wird, da irgendwie Unterschiede festzumachen, das ist, glaube ich, schwierig. Sie arbeiten ja auch direkt in Camps und auch in Unterkünften, jetzt zum Beispiel auch mit ukrainischen Geflüchteten, Frau Heinlein. Es sind ja in erster Linie Frauen, ältere, kranke Menschen und Kinder angekommen. Und die Männer sind in der Ukraine geblieben, an der Front. Was beobachten Sie denn da? Und gibt es da, sagen wir mal, Veränderungen in den ursprünglichen, auch traditionellen Geschlechterrollen? Also in der großen
Bilanz stimmt es bestimmt, was Sie gesagt haben, aber diese Männlichkeitsbilder, die eingangs erwähnt worden sind, und für die möchte ich nochmal ganz kurz schon erwähnt haben, dass die uns maßgeblich auch dahin bringen in den meisten Konflikten, über die wir hier sprechen. Und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Jemen oder in Syrien oder im Südsudan oder in großen Konflikten, egal welchen man jetzt da nehmen möchte. Die werden schon auch mit dem Ziel transportiert. Also, weil ich habe tatsächlich wenig davon gelesen, dass wir in der Ukraine auch nicht zu wenigen Zahlen Männer, die alleinerziehend als alleinerziehend in den Camps ankommen, zum Beispiel versorgen, weil nämlich die Frauen kämpfen oder die Frauen gefallen sind. Aber das ist auch darüber wird wenig gesprochen. Das Thema ist meistens sehr viel komplexer, als das für dann oft die tiefere Berichterstattung attraktiv ist an vielen Punkten. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass leider die Berichterstattung auch die Finanzierung von Hilfe bestimmt. Das ist jetzt gar kein Kontakt an der, gar keine Kritik an der Berichterstattung, das möchte ich ganz deutlich sagen, sondern einfach der Masse an Nachrichten geschuldet, mit denen wir auch oft zu tun haben. Aber wir wissen es ganz deutlich, es ist auch Konflikte, über die mehr berichtet wird, bekommen mehr Geld. Themen, die mehr berichtet werden, werden besser bedacht. Und daraus folgt dann auch ein Stück weit, dass Hilfe nicht so bedarfsgerecht ist, wie sie sein könnte. Und das bringt mich zurück dahin, dass wir sehr viel besser hinschauen müssen, mit wem wir im Kontext dann wirklich zu tun haben und für wen wir Hilfe leisten und in welcher Form. Und das ist, um darauf nochmal zurückzukommen, auch, glaube ich, ein großer Vorteil der feministischen Außenpolitik und in dem Fall, wie sich das dann auch runterdefiniert in unsere Maßnahmen vor Ort, dass die feministische Außenpolitik sehr viel genauer hinschaut, zum einen auf, was liegt im Kontext vor, mit was haben wir eigentlich zu tun, dass es kein One-Fits-All-Ansatz ist, aber zum anderen auch, dass es eben, und das habe ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, dass ein großes Element eine Transformation dieser Machtstrukturen ist, die uns in ganz vielen Punkten an diese Probleme bringen, mit denen wir als Care dann in den Lagern sehr praktisch zu tun haben. Bleiben wir mal gleich bei dieser feministischen Außenpolitik. Die ist ja ein Grundsatz der Außenpolitik, der deutschen Außenpolitik heute, verkündet durch Annalena Baerbock und häufig aber doch recht unkonkret. Ich möchte es gerne an dieser Stelle konkret machen. Also eine feministische Außenpolitik sagt dezidiert zu, vulnerable Gruppen zu stärken, zu unterstützen. Wie kann das angesichts sexueller und sexualisierter Gewalt ganz konkret passieren? Und das frage ich jetzt Herrn Schölper und dann Frau Heinlein. Ja, gute Frage. Wie kann das ganz konkret passieren? Ist sicherlich, dass die Arbeit wie von Organisationen wie CARE ein ganz anderes Maß an Mitsprache, Ausgestaltung, Erfahrungstransfer, die dann auch wertschätzend gehört werden müsste in der Politikgestaltung. Ich habe aber den Eindruck, dass nach wie vor erst einmal zugespitzt gesagt die Waffensicherheit sichergestellt wird, bevor man auf der humanen Ebene ansetzt und schaut, was dort eigentlich dringend ansteht. Also man könnte sagen, das 2%-Ziel der NATO für Ausrüstung und militärische Sicherheit müsste eigentlich auch auf der interpersonellen Sicherheitsebene ausgegeben und zur Verfügung gestellt werden, dann wären wir wahrscheinlich einen deutlichen Schritt weiter. Aber das ist eine Denke, von der wir unglaublich weit weg sind. Von daher, was bräuchte es konkret? Ich glaube, wenn die Menschen erstmal in sicheren Regionen angekommen sind, also sei das durch Flucht oder auch innerhalb des Landes, in Zonen, dass dort Anlaufstellen vorhanden sein müssten, die sie in ihren wirklich harten Erlebnissen aufgreifen und da eine Sensibilität für haben, ohne zu retraumatisieren. Also nicht so nach dem Motto mit einem Fragebogen einfach abhaken, ist dir das und das passiert, dann bitte nach links, da wird dir geholfen. Das funktioniert so ja nicht, sondern hier braucht es ein enormes Maß an Fingerspitzengefühl. Und das muss auf jeden Fall noch breit vermittelt werden. Und da habe ich den Eindruck, dass es auch eine hohe Maß an Überforderungsgefahr drin, das als fachlichen Standard für alle, die im Feld der
Flüchtlingshilfe, der Krisenintervention, der friedensstiftenden Missionen und so weiter unterwegs sind, das wirklich als Handgepäck mitzuhaben. Weil wir haben es ja gehört, das hat Juri Nestakuh in seinem Vortrag auch nochmal sehr deutlich gemacht, so eine Klippe wie R-Konzepte können es ja wahnsinnig schwer machen. Also wenn ein behandelnder Arzt oder ein aufsuchender Sozialarbeiter weiß, dass er die Frage eigentlich nicht stellen kann, ohne sein Gegenüber zu entehren in dessen Wahrnehmung, dann ist es ja extrem schwer, sich dieser Thematiken überhaupt zu nähern und da wirklich nach vorne zu kommen und konstruktive Hilfe anzubieten, wenn sozusagen der Betroffene Angst haben muss, durch das Bekenntnis, das Nicken, das Zustimmen, große Teile seiner Ich-Identität zu verlieren oder da Risse im Gefüge zu haben, die ihn dann nochmal weiter belasten und zusätzlich demütigen, kränken und so weiter. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schwer, wie das konkret aussehen kann, außer eben durch massive, auch finanzielle Ausstattung, ohne dann gleich eine Zielvorgabe, was dann zahlenmäßig zu erreichen ist, sondern klar zu sagen, wir wissen darum, es gibt das Phänomen, hier müssen Angebote vorgehalten werden, um den Menschen unmittelbar vor Ort zu helfen, Angebote zu machen, sprechen, zur Ruhe kommen, zu sich kommen, alleine sein können. Also, aber es sind alles so hehre Vorstellungen angesichts von Massenunterbringungen in Notsituationen, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist. Von daher würde ich gerne die Frage ein bisschen weiterleiten. Vielleicht hat jemand eine große Lösung. Ich habe sie leider nicht. Frau Heinlein. Ich will noch mal einen Satz sagen, weil ich will das nochmal betonen irgendwie. Wir sprechen über sexualisierte Gewalt, weil die maximale Ausprägung von ungleicher Macht ist und die maximale Demütigung den Zielgruppen gegenüber. Und ich glaube, dass diese Diskussion nicht zielführend ist, was für die einen Überlebenden schlimmer ist und die andere oder anders. Ich glaube, dass die Folgen dessen immer gleich sind. Und das ist ganz wichtig zu betonen, weil all das, was wir für Frauen und Mädchen diskutieren, ist genauso hundertprozentig richtig, glaube ich, auch für Jungen und Männer. Und das war mir durchaus noch ein Anliegen, das hier zu sagen. Die andere Geschichte ist, und das musste ich ein bisschen schmunzeln, Frau Schmollack, als Sie das gerade gesagt haben, wir haben ein Bekenntnis zu einer feministischen Außenpolitik, aber wir haben noch keine. Wir brauchen eine, aber wir haben noch keine. Das ist deswegen so unkonkret und vage bislang, weil die deutsche Bundesregierung das noch nicht definiert hat, wie eine deutsche feministische Außenpolitik aussieht. Und da sind wir jetzt alle relativ gespannt, wie das aussehen wird. Im Moment ist der Sachstand, dass das Außenministerium angekündigt hat, seine Leitlinien am 8. März zu präsentieren, 2023. Was brauchen wir? Ich glaube tatsächlich, das ist eine Riesendiskussion und wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen belasse ich es, glaube ich, mal mit bei ein paar Punkten. Ich glaube, und das habe ich habe das vorhin schon kurz im Chat gesehen, Kriege und Konflikte werden nie militärisch gelöst. Die werden vielleicht beigelegt, aber nicht gelöst durch Kriege und Konflikte. Das heißt, dieses große Augenmerk auf das andere Instrumentarium neben militärischen Lösungen ist ein unglaublich wichtiges und da geht es tatsächlich nicht nur um das Finanzielle, sondern auch vor allem um das Wie. Das ist ein Punkt, den ich an diesem Punkt machen möchte. Ein anderer Punkt ist, dass wir, und das ist tatsächlich ja auch ein großer Bereich oder eine große Forderung der feministischen Außenpolitik, dass wir die menschliche Sicherheit in den Fokus stellen müssen und nicht die von Staaten. Und daraus leitet sich sehr viel ab von dem, was wir praktisch im Konflikt auch sehen wollen würden. Wir als Organisation, die humanitär arbeitet, aber auch viele von den Friedensorganisationen, wenn wir das ändern, dann stellen wir ganz andere Prämissen in den Vordergrund. Und das ist, glaube ich, es geht um eine Änderung des Mindsets an vielen Punkten. Und vielleicht auch noch ein dritter Punkt, Geld. Ja, es geht auch ums Geld. Es geht aber auch um, wie geben wir dieses Geld aus und wen beteiligen wir daran und hören wir, wenn es darum geht, wo das Geld hin soll. Und wir sehen tatsächlich sehr praktisch am Beispiel der Ukraine gerade wieder, dass die Organisationen, die es am besten wissen, nämlich die Organisationen vor Ort und da insbesondere zum Beispiel auch Frauenrechtsorganisationen,
sehr große Schwierigkeiten haben, gehört zu werden, wo das Geld am besten hingehen sollte. Oder überlebende Organisationen jeglicher Art. Auch Organisationen nebenbei bemerkt, die Interessen von Minderheiten im Land vertreten. Die schaffen selten an den Tisch oder dahin, wo entschieden wird, was mit Geld passiert. Und wenn wir mit den drei Punkten anfangen, dann würden wir, glaube ich, schon sehr viel weiter sein. Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir sind alle gespannt auf den 8. März, wenn die feministische Außenpolitik endlich mal konkreter gestaltet wird und verkündet wird. Wir kommen gleich noch weiter dazu, aber ich würde jetzt gerne wieder mal rübergehen zu Henning von Wagen und fragen, ob es denn Fragen an dieser Stelle schon und Anmerkungen aus dem Publikum gibt. Ja, es gibt eine Reihe von Fragen, die wir zum Teil jetzt schon bearbeitet haben. Und es gibt auch ein paar Verständnisfragen. Eine, glaube ich, die sich in drei Fragen nochmal widerspiegelt. Falls überhaupt eine Aussage dazu möglich ist, werden Männer bei Krieg und Vertreibung eher als Soldaten oder als Zivilisten Opfer sexualisierter Gewalt? Also dieses Verhältnis jetzt in mehreren Fragen kam diese Frage auf. Und ansonsten gibt es noch eine Wortmeldung eines Menschen aus der LRG Jungen und Täterarbeit, die vielleicht auch gleich noch reingeholt werden kann. Kann man die reinholen jetzt schon? Ja. Wenn die passt, dann gerne doch. Ja, schönen guten Abend. Bin ich zu verstehen? Ja. Gut. Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, warum ist es so schwierig, mit Männern zu arbeiten, gerade in dem Kontext. Ich habe mal 2 Jahre in einer Beratungsstelle gearbeitet, psychosoziales Zentrum für Menschen, die auf der Flucht sind, Refugio e.V. in Jena. Und das ist ja eine Beratungsstelle oder das Thema oder die Vereine Refugio sind ja grundsätzlich deutschlandweit vertreten. Und da arbeiten wir, oder ich habe da mit Männern gearbeitet zu dem Thema, also anfänglich. Und dazu gibt es jetzt auch ein weiterführendes Projekt bei Refugio in Jena. Und die Schwierigkeit sind unterschiedlicher Art. Zum einen brauchen sie ja dazu Menschen, die sich dem Thema annehmen. Also das heißt, es müssen Sozialarbeiter bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das andere ist, in der Regel arbeiten sie mit Dolmetschern. Und es ist zum einen nicht einfach, Dolmetscher zu finden in der entsprechenden Sprache, je nachdem, woher Menschen kommen. Und zum anderen müssen auch Dolmetscher bereit sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist zum Teil auch kulturell nicht immer ganz einfach, Dolmetscher zu finden und die dann dass sie so ausgebildet sind, dass sie sich dem Thema stellen. Und in dem Thema mit dem Dolmetscher zu arbeiten, ist auch nicht einfach, weil das heißt, sie müssen das immer transportieren. Und das ist zum Teil für Dolmetscher sehr schwierig, das ist aber zum Teil auch für die Menschen sehr schwierig, weil die Frage ist ja, wissen Sie, wer der Dolmetscher ist? Also das Thema Misstrauen unter Landsleuten, also je nachdem, aus welchen Ländern Menschen kommen, ist dabei auch ein schwieriges Thema. Dazu gehört auch der Frieden im Kopf. Menschen sind in der Regel eine Weile unterwegs und das heißt, erst wenn ein Asylverfahren wirklich abgeschlossen ist, und das ist je nachdem, aus welchen Ländern die kommen, dauert das wirklich sehr, sehr lange. Und vorher kann man aber nicht therapeutisch wirklich arbeiten, weil der Frieden nicht hergestellt ist im Kopf. Das heißt, die Menschen sind immer noch in ihrer sehr, sehr schwierigen Lebenslage. Und dann zu sagen, okay, und jetzt fangen wir uns mal damit an, so einem ganz schwierigen Thema wie sexualisierte Gewalt in dem Herkunftsland oder in einem Fluchtland auseinanderzusetzen, ist für viele Menschen einfach nicht möglich. Dazu kommt noch, ist die Frage, bezahlen das die Kassen? Die psychosozialen Zentren haben das schon, also das ist ja auch für Angebote für Mädchen und Frauen sehr, sehr schwierig. Da wird für Frau Heinlein sicherlich mehr wissen als ich, wie schwierig das ist, in den Bereichen Hilfe anzubieten. Und das ist für Männer dann nochmal ein ganz anderes Thema, zumal das im Asylverfahren ja auch anerkannt wäre. Also das ist ja auch eine Frage, wann kann ich mit so einem Thema kommen? Viele Männer haben auch Angst, dass in einem Asylverfahren anzusprechen, weil die Frage ist ja, wird ihnen geglaubt oder wird gesagt, naja, das sagen sie jetzt, um hier ein entsprechendes Asyl, einen Asylgrund zu bekommen. Auch ein ganz schwieriges Thema. Und es muss auch entsprechend die Träger dieser Angebote müssen auch eine entsprechende Sicherheit haben, dass die Mitarbeitenden auch eine Zukunft in dem Verein haben. Und auch da sind die Träger, also ist das Geld nicht immer da, um die Stellen so zu finanzieren, dass man weiß, okay, ich bin jetzt ein Jahr oder 2 Jahre auch da, weil diese Art von Arbeit ist wirklich langwierig
Und da braucht es auch für entsprechende Mitarbeiter ja auch eine Sicherheit. Nur um mal so ein Einstieg, das ist praktische Arbeit. Also mit einem Dolmetscher zu arbeiten und so ins Private reinzugehen, ist wirklich nicht einfach. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass es viele Männer gibt, die an den Stellen sagen, es tut mir leid, das kann ich nicht, bin noch nicht im Frieden. Und sie müssen auch hier funktionieren. Viele Männer brauchen Geld. Das heißt, sie müssen arbeiten im Niedriglohnsektor, oft Dreischichtsystem. Kenne ich genug, die das hier in Jena so machen müssen. Und da ist kein Frieden im Kopf und auch nicht der Kopf frei, um zu sagen, ich kann mich jetzt diesem Thema auseinandersetzen. Soweit erstmal. Danke. Ja, vielen Dank bis hierhin. Das macht ja nochmal ein ganz anderes Spannungsfeld auf und vielleicht auch ein neues Forschungsthema, wenn Sie Bezug nehmen auf die DolmetscherInnen, die dann solche Themen besprechen müssen. Kommen wir nochmal kurz zurück auf die feministische Außenpolitik und ein anderes Feld, was wir in der Kürze der Zeit nochmal wenigstens kurz anreißen sollten. Schweden. Das Land, das die feministische Außenpolitik ja erfunden und als erstes Land implementiert hatte, hat den Begriff jetzt wieder gestrichen. Das ist vielleicht, wenn man sich die rechtskonservative Regierung anschaut, die neue Regierung, gar nicht so verwunderlich. Aber das ist ein Signal. Wie gefährlich ist das denn zum Beispiel für Deutschland? Wir haben vorhin auch gehört, dass rechtsextreme und rechtspopulistische Gruppen wieder zu einer traditionellen Männlichkeit zurückkehren wollen, das rekultivieren wollen. Herr Schöpper, das frage ich Sie jetzt mal zuerst. Wie gefährlich ist das für uns und unsere Debatte? Also der Twist nach rechts ist, glaube ich, auf jeden Fall eine große Gefahr, auch durch eine vermeintliche Attraktivität von soldatischer, tugendhafter Männlichkeit, also in Anführungszeichen tugendhaft, die in so einem traditionell militärisch-konservativen Milieu durchaus auf einen fruchtbaren Boden fällt und da so einen Sehnsuchtmoment nach Retraditionalisierung erfüllt und was leicht getriggert und genutzt werden kann und ja auch im europäischen Diskurs durchaus beobachtbar ist, dass hier dieses Zurück zu Waffen, zurück zum Militär als ordnungsstiftendem Moment von richtiger Männlichkeit, das ist ja durchaus beobachtbar. Inwieweit die Verschränkung hier mit der feministischen Außenpolitik als Konzept so unmittelbar in einem Zusammenhang stehen, finde ich schwierig. Dafür müsste ich dann auch genauer wissen, was sozusagen exakt gemeint ist. Die schwedischen Konzepte kenne ich nicht genügend, um das beurteilen zu können. Und finde für den deutschen Kontext dabei schon spannend, auch nochmal drauf zu schauen, inwiefern denn in einem feministischen Konzept der explizite Blick auf Männlichkeit und Männer mit Sternchen in der Vielfalt auch wirklich angelegt sind und dezidiert ausgearbeitet werden können? Oder geht es wirklich primär, auch aus nachvollziehbaren Gründen, um die Sichtbarkeit und Einbeziehung von Frauen und Mädchen in ihren Betroffenheiten, die bislang sozusagen gar keine Stimme hatten in vielerlei Hinsicht? Oder ist das sozusagen ein Sprung zu weit nach vorne von dem, was wir aber von Annika Heinlein auch gehört haben, den eher das Menschliche in den Mittelpunkt zu stellen und nicht so sehr das Staatsinteresse oder das nationale Interesse, impliziert ja im Prinzip alle Subjekte gleich welchen Geschlechts, aber inwieweit das dann auch in dieser Weise ausbuchstabiert ist, vermag ich jetzt gerade noch nicht zu sagen. Dafür müsste ich die Konzeptentwicklungen kennen, von denen wir jetzt hier reden. Aber ich glaube, dass sich das wechselseitig sehr unschön verstärken kann. Also wenn sozusagen andere Formen von in Anführungszeichen weicherer Männlichkeit auch protegiert werden, weil sie als vulnerable Gruppen adressiert werden, dann könnte das Öl auf den Mühlen von Stimmen sein, die für eine harte, wehrhafte, soldatische Männlichkeit einstehen, weil sie sagen, genau das wollen wir ja alles nicht. Wir wollen zurück zu dieser Form. Und es kann sich auch ungut verschränken mit den Stimmen, die sagen, wir müssen auch eine männliche Wehrhaftigkeit tatsächlich wieder haben. Wir sehen ja, wie gefährlich die Situation ist. Wer soll dann uns, in Anführungszeichen, uns als imaginiertes Kollektiv verteidigen, wenn es nicht Menschen mit einer gewissen Portion an Härte sind? Und dann geht es gleich wieder in die nächste Schieflage.
weil unterstellt wird, dass Männer das besser könnten, als es Frauen können. Und also ich sehe da vor allen Dingen Verwicklungen und Kompliziertheiten und komme nicht ganz zu einem ganz klaren, präzisen Punkt, wo ich das sagen könnte, das ist hier der, da geht die Gefahr von aus oder da müssen wir den Hebel ansetzen. Ich glaube, wir müssen insgesamt sehr, sehr achtsam sein, wohin die Reise geht bei diesen Debatten. Erleben wir aber trotzdem jetzt schon diese Tradition, also eine Renaissance dieser traditionellen Männlichkeit, die ja so viel beschworen wird und die auch in Texten des politischen konservativen Feuilletons beschrieben wird. Auch in diesem Kontext dann, junge Männer werden gern als Weicheier beschimpft. Herr Nastrobe, wie ist denn da Ihre Erfahrung? Also mir geht es irgendwie immer so, dass ich mich frage, warum wir eigentlich nicht, und das hat ja einige Heinlein, glaube ich, so ein bisschen angeklungen in dem, was sie so gesagt hat, nicht über die Machtmissbräuche reden. Also es ist relativ klar, dass hier irgendwie so eine Form von Macht irgendwie zugesprochen wird und manchmal ist sie notwendig, sozusagen, um bestimmte Funktionen, gesellschaftliche Funktionen ausführen zu können, nämlich sich zu verteidigen. Und manchmal wird sie missbraucht. So, und ich glaube, da ist eine ganz große Frage, wie die Gesellschaft irgendwie auf diesen Missbrauch reagieren kann und soll. Also haben wir genügend Kontrollinstanzen und wenn, welche sind das? Und dann kommt, glaube ich, noch eine Gender-Geschichte dazu. Aber ich glaube, diese Frage von wer missbraucht die Macht, die ist, glaube ich, die allerwichtigste und da muss man, glaube ich, als Erste stellen. Und Krieg ist per se Machtmissbrauch. So, und ich glaube, da müssen wir eher hin. Also inwiefern können wir sozusagen, also Verteidigung ist ja kein Missbrauch, aber auch Macht. Ne? Also ich glaube, in dieser Debatte müssen wir irgendwie auch unbedingt reinkommen. Und bei sexualisierter Gewalt ist es, glaube ich, auch, also es ist klar, es ist Machtmissbrauch und Demonstration und irgendwie auch Manifestation. Machtmissbrauch ein gutes Stichwort, wenn wir wieder auch mal zurückkehren zur feministischen Außenpolitik. Ich frage mich sowieso schon immer, also jetzt nicht jetzt in dieser Diskussionsrunde hier, ob feministische Außenpolitik überhaupt der richtige Begriff ist und nicht doch wertegeleitete. Denn wenn man jetzt auch Männer dazu nimmt, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, dann, also ob man da nicht einfach per se vulnerable Gruppen in den Blick nehmen sollte. Frau Heinlein, wie sehen Sie denn das? Also ich will mal ganz kurz mit dem Missverständnis aufräumen, dass feministische Außenpolitik von Frauen für Frauen wäre. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, alle Menschen in all ihrer Diversität in den Mittelpunkt zu stellen. Also einen sehr klaren Gender-Begriff in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist tatsächlich vielleicht auch ein Stück weit das Problem. Luise Amtsberg, die Menschenrechtsbeauftragte, hat neulich in einem anderen Kontext gesagt, dass der Begriff einfach sehr viel mehr Aufklärung braucht. Also das muss sehr viel deutlicher werden, dass es bei diesem Begriff Feminismus, der diesem Konzept zugrunde liegt, nicht nur um Frauen geht. Und deswegen ist es vielleicht auch eine der Hauptaufgaben der Bundesregierung, wenn wir das Konzept dann mal vorliegen haben, so viel Aufklärung wie möglich zu betreiben, damit es dieses Missverständnis nicht mehr gibt. Und vielleicht auch noch ein Wort zur wertegeleiteten Außenpolitik. Der große Unterschied dazu ist, dass es nicht nur um Werte geht, sondern auch um die Transformation der Machtverhältnisse, die denen zugrunde liegt. Und der Begriff der wertegeleiteten Außenpolitik, den gibt es schon und der hat diese zugrunde liegende Transformation nicht. Und das ist das große Novum auch der feministischen Außenpolitik, wo wir hinwollen. Weil wenn wir immer nur mit den Symptomen arbeiten, dann werden wir an den Ursachen nichts verändern. Und das ist die große Motivation, dass wir da hinkommen, nämlich an den Ursachen von diesen Machtmissbräuchen zum Beispiel zu arbeiten, und zwar mit allen beteiligten Gruppen. Und wenn es sexualisierte Gewalt in egal welchem Kontext und für egal welche überlebende Gruppe geht, dann müssen alle, die damit zu tun haben, auch mit in die Diskussion und die Arbeit geholt werden. Ich fasse mal kurz zusammen, es ist ein weites Feld und wir haben noch ganz viel zu tun. Mein erschrockener Blick auf die Uhr sagt mir, wir sind eigentlich jetzt fast schon am Ende. Das tut mir total leid, ich habe noch ganz viele Fragen und wir könnten wahrscheinlich noch
ganz lange hier diskutieren. Ich frage jetzt trotzdem nochmal Henning von Wagen, ob es noch Reaktionen und Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum gibt. Ich glaube nämlich ja, und vielleicht können wir meinen Vorschlag ein bisschen länger machen und das Publikum jetzt gerne mit einbeziehen. Ja, es gibt sehr viele Fragen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen bewegen und die werden wir sicherlich nicht alle heute beantworten können. Da bitte ich jetzt schon mal um Nachsicht und wir können gerne auch ein bisschen länger machen. Was jetzt im Hinblick auf die feministische Außenpolitik noch eine Frage war, die schon sehr am Anfang kam und auch hinterher nochmal wiederholt wurde, ist, muss nicht eine feministische Außenpolitik eigentlich oder eine Politik eigentlich immer pazifistisch sein? Und das schließt so ein bisschen an das, was Annika Heinlein gerade gesagt hat. Also wo bewegen wir uns da? Das war so eine Frage, die vielleicht nochmal da ganz gut jetzt passen würde. Möchten Sie gleich darauf einsteigen, Frau Heinlein? Ich habe mich schon geunmutet. Das ist tatsächlich durchaus nicht, also es gibt eine Diskussion darum, aber grundsätzlich erkennt die feministische Außenpolitik durchaus das Recht auf Selbstverteidigung an. Also es gibt keine generelle Antwort zu dieser Frage, aber zum Beispiel in so einem Fall wie dem Fall in der Ukraine gerade, sagt die Mehrzahl der Vertreterinnen der feministischen Außenpolitik, dass die Ukraine natürlich das im Völkerrecht begründete Recht auf Selbstverteidigung hat. Und also dabei würde ich es erstmal belassen. Gleichzeitig tritt die feministische Außenpolitik aber natürlich auch für Demilitarisierung ein. Also das ist eine andere Diskussion, das sind zwei verschiedene Sachen, das muss man vielleicht auch ganz klar sagen. Das eine schließt das andere an diesem Punkt nicht aus, sondern es ist wirklich eine Einzelfallbeurteilung. Ja, erstmal vielen Dank. Ich sehe hier nämlich auch noch eine andere Frage, die direkt an Herrn Nestakow geht, die sich so ähnlich ist. Wie genau soll feministische Außenpolitik denn helfen gegen sexualisierte Gewalt in Krisenzeiten? Herr Nestakow, Sie sind gefragt. Ja, Aufklärung. Wir brauchen relativ viel Ausbildung. Also ganz konkret, ich glaube, der Beitrag aus dem Publikum, aus dem Fugio Thüringen, auch sehr geschätzte Kollegen, dann auch von uns aus Leipzig und aus Berlin, die auch das Thema tatsächlich auch sehr pionierhaft auch bearbeiten in so einem psychosozialen Zentrum, eines der wenigen. Da fehlt einfach ein Wissen. Also es muss irgendwie auch der Berater, die Beraterin, Psychotherapeutin in Deutschland mehr davon lernen. Also wenn wir uns die curriculare sozusagen Grundlage angucken, auch im Medizinstudium, ist sozusagen akute Versorgung von Betroffenen von sexualisierter Gewalt ist nach wie vor auf weibliche Betroffenheit fokussiert. Also wir wissen zum Beispiel, also es ist einfach nicht vorhanden. Also das Thema ist sozusagen auch in den Ausbildungsstätten nicht vorhanden. Die Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen müssen eine extra Weiterbildung machen, was sexualisierter Trauma angeht. Das ist auch kein Standard in den Ausbildungen. Also ich glaube da, also viel Bildungsarbeit, das wäre eine Antwort. Und eine andere Antwort, und das ist vielleicht noch ein bisschen ein Kommentar zu der Frage davor, Pazifismus und Selbstverteidigung ist kein Widerspruch. Ja, und ich glaube, auch diese Haltung ist etwas, was irgendwie auch feministische Außenpolitik noch stärker vielleicht betonen muss. Selbstverteidigung und Pazifismus können Hand in Hand gehen. Und manchmal ist es auch notwendig für den Pazifismus, sich selbst zu verteidigen. Das wird zwar vielerorts anders gesehen, aber Sie stimmen ja da beide sehr überein. Ich möchte aber trotzdem gleich nochmal eine Frage hinterher schieben, die ich hier lese. Auch an Sie, Herr Nestakow. Gewinnen Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, welche Spielräume haben Soldaten, Kämpfer, sich sexualisierter Gewalt entgegenzustellen oder zumindest sich zu verweigern? In der Täterschaft? Nee, als Opfer, nämlich, also so verstehe ich das. Also die sexualisierte Gewalt erfahren haben, das verstehe ich so. Also vielleicht kann man es ja also von der einen als auch von der anderen Seite antworten. Also es ist relativ, ja, ich glaube, man muss diese Kontexte sich ein bisschen genauer... Er hat nochmal aktualisiert, Täterseite war gemeint, Sie hatten recht. Genau.
Wie gesagt, das ist wirklich, das ist schwer zu beantworten. Also im Grunde genommen müssen die Kontexte irgendwie klarer beschrieben werden. Und wie gesagt, in diese Köpfe kann ich aus verständlichen Gründen auch nicht rein. Aber manchmal sind es auch Befehle. Aus russischen, tschetschenischen Gefängnissen wissen wir auch, dass die Täter auch gedopt werden mit bestimmten Mitteln. Also manchmal sind es sozusagen auch systematische Vorbereitungen, wo auch entsprechende Pillen irgendwie auch verbreitet werden. Also es ist sehr unterschiedlich. Und wenn irgendwie derjenige Mensch irgendwie das nicht tun will und dabei irgendwie auch sein Leben riskiert, ich habe da keine Antwort. Also es sind grausame Kontexte und grausame Befehle und Entscheidungen, aber im Endeffekt ist es dann eine Frage, die jeder mit sich selbst tatsächlich klärt. Also übergehe ich diese Grenze der Gewalt oder eben nicht? Trotzdem würde ich ja nochmal nachfragen. Also wenn es häufig so ist, wie Sie gerade beschrieben haben, dann sind ja die Täter auch Opfer. Also mit dem Begriff Opfer habe ich eh so meine Probleme in unterschiedlichen Kontexten, aber das ist ein komplexes Phänomen. Das ist ein komplexes Phänomen und ich würde sozusagen also psychologisch würde ich die Täterschaft immer als Ausdruck der mangelhaften, resilienten Standhaftigkeit auf unterschiedlichen Ebenen der Sozialisation des jeweiligen Menschen betrachten. Also das sind Menschen, die sozusagen derartiges ausführen, haben vieles nicht beigebracht bekommen und auch erlebt bekommen, beziehungsweise auch vieles entgegengesetztes beigebracht bekommen und internalisiert. Also diese Gewaltforschung, da muss man wirklich sehr aufpassen. Also Begriffe Täter und Opfer, die sind natürlich wichtig, aber die vereinfachen auch bestimmte Sachen auch sehr stark, wenn man auf der Individualebene bleibt. Ne? Also auch Aggressionsforschung, also wenn man so ganz, ganz rudimentär reingeht, warum werden Menschen aggressiv? Die werden aus Angst aggressiv in der Regel, wenn man das runterbricht. Ne? Und da wird es schwierig, in irgendeiner Form irgendwas zu sagen. Aber die Verantwortung tragen natürlich diejenigen, die die Macht innehaben. Also es ist nicht sozusagen der Soldat, der irgendwie seiner Lust nachgeht, in der Regel, aber solche gibt es auch. Sondern auch diejenigen, die sozusagen diese Form von Gewalt entweder befehlen oder Bedingungen dafür schaffen oder wie auch immer organisieren. Aber auch natürlich diejenigen, die ausführen. Frau Heinlein, Sie mit dem feministischen Anspruch von CARE, wie sehen Sie das? Also wir haben auch ein Problem mit dem Begriff von Opfern, tatsächlich, ja, auch in unserem Kontext, weil das die Betreffenden so im verbalen Ausdruck zu hilflosen Menschen macht. Aber Menschen, die sexualisierte Gewalt überleben, sind nicht hilflos per se, sondern die haben sehr viel überlebt und damit schon allein sehr viel geleistet, ja, und haben ihr Leben auch nach wie vor in der Hand und das spricht der Begriff ihnen ab. Und genauso, und das wissen wir ja aus allen Kriegen, sind diese Begriffe einfach nicht hilfreich im Blick auf das, was da gerade passiert. So, es ist zu monokausal auf Dinge geschaut und es mag immer Ausreißer da geben, aber die Realität ist normalerweise sehr viel komplexer als diese Begriffe. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Jetzt wende ich mich mal wieder an Henning van Wagen. Ja, gibt noch eine Reihe von Fragen, aber da würden wir wieder das Thema ein bisschen wechseln an der Stelle. Aber vielleicht bleiben wir vor allen Dingen bei der Frage nochmal, nach welche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten gibt es. Einiges ist ja schon
schon genannt worden. Und vielleicht da auch nochmal eine Frage, die ich ganz interessant fand, ob das Hilfesystem für Gewalt, von Gewalt betroffene Männer mit dem bereits aufgestellten und etablierten Hilfesystem für Gewalt gegen Frauen bezüglich des Phänomens sexualisierte Gewalt an Männern zusammenarbeiten sollte und kann? Und wenn ja, welche Eckpunkte sollte diese Zusammenarbeit abdecken? Und das kann man ja sowohl auf die nationale als auch auf die internationale Ebene beziehen. Das wäre jetzt nochmal nach vorne gedacht und wäre ein Teil dann auch von Antwort möglicherweise oder ein Teil von feministischer Außenpolitik oder was sie mit unterstützen könnte. So, wer möchte denn zuerst? Das ist eigentlich eine Frage, die sich an Herrn Schölp und an Frau Heinlein richtet. Und ich glaube, Sie antworten unterschiedlich. Wer möchte zuerst? Frau Heinlein? Oder jetzt hat Herr Schölper sich schon jetzt haben sich beide freigeschaltet. Wir können ja noch schnell würfeln. Fangen Sie doch gern an. Danke. Ich muss kurz zurückspielen. Ich muss doch noch mal kurz mich sammeln dabei. Sorry. Gut, dann Frau Heinlein, Sie, bitte. Also ich kann ja, wie gesagt, nur international antworten. Und ich glaube, das ist irgendwie mein Satz dieses Mal, dass die Antwort komplexer ist als dieser Zuschnitt. Ich glaube, das ist sehr zum einen kontextbezogen generell alles immer, was wir machen, und was nicht kontextbezogen ist, geht meistens schief. Die andere Sache ist, dass ich glaube, dass Herangehensweisen, die wir aus der Arbeit mit überlebenden Frauen, dass die vielleicht übertragbar sind. Da bin ich aber nicht die Expertin dafür, ehrlicherweise. Ich glaube tatsächlich aber, was ich aus meiner praktischen Realität, aus der Enge von Camps kenne, dass es nicht zielführend ist, diese Bereiche zusammenzulegen. Weil zum Beispiel für überlebende Frauen Männer dann halt doch, um bei diesem Begriff zu bleiben, oft Täter sind. Und Dinge auslösen, und dass man deswegen niemandem in die Fallen tut, wenn man das zusammenlegt. Auf einer Metaebene Erkenntnisse zu verwenden, auch aus wie man das praktisch organisiert, ist bestimmt möglich, auf jeden Fall. Aber das in seinen Aktivitäten zusammenzulegen, halte ich für gelinde gesagt nicht hilfreich, wenn nicht sogar gefährlich. Schölper? Ich folge weitestgehend, also Konzeptarbeit zusammen, die Erfahrungen jeweils zusammengeben und auch gucken, wo sind Konfliktlinien, um da gut sprechfähig und politikfähig zu sein. Auf der Praxisebene, glaube ich, ist total sinnvoll, auch um das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden, also in Kontexten von Gruppenunterbringungen, Lagern, vielleicht aber auch Bunkersituationen, jetzt ganz konkret unter Bombardement oder so, da reinzugehen. Ich glaube aber, dass bei aller Sympathie für die Auflösung von binaritär angelegten Geschlechterkonzepten, dass aber die Trennung von Frauen und Männern totalen Sinn macht, auch hier in den Erfahrungsräumen. Und hier kommen genau die Sachen, die Juri Nesterko ja auch in seinem Vortrag unterstrichen hat, also die Problematik, was das mit den jeweiligen subjektiven Empfinden und Wahrheiten macht, sind in dem, wie Frauen und Männer in der jeweiligen Situation positioniert sind und ihre Startsituation aus, ich glaube, ziemlich weit auseinander, sodass hier auch unterschiedliche Hilfs- und Unterstützungskonzepte greifen müssen, die aber klugerweise miteinander abgestimmt sind. Und das greift ein Stückchen eine Frage auf, die hier vielleicht mitgemeint war bei der Frage nach den Familiensystemen. Also wenn sozusagen die sexualisierte Gewalt nicht nur in Anführungszeichen eine Person getroffen hat, sondern wirklich in eine Familie eingeschlagen hat, also sei das durch Zeugenschaft also alle möglichen Konstellationen, die da denkbar sind, wo dann aber auf alle geschaut werden muss. Und da macht es natürlich fachlich total Sinn, dass die professionell Arbeitenden da fit sind, wie das jetzt auf Jungen und Mädchen, auf Väter und Mütter, auf die älteren Generationen unterschiedlich wirkt und welche Bedarfe die haben, sodass hier unbedingt eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Letzter Gedanke, Gender-Based Violence wird aber auf der internationalen Ebene schon sehr stark auf die Betroffenheiten von Mädchen und Frauen abgestellt und nur wenige Facetten dezidiert auch für Jungs und Männer besprochen in den Diskursräumen, die ich rund um Istanbul-Konvention wahrnehme oder auch auf Ebene der Frauenrechtskommission, wo auch sehr viel
komplett richtig ist, aber es macht eben sehr schwer, dann diesen Diskursstrang von Betroffenheiten von Männern, Jungen damit reinzubringen und dann da anzudocken. Von daher glaube ich, dass es unbedingt einen eigenen Pfad braucht, der daneben ein Stück weit läuft, aber immer die Verschränkung sucht und das nicht als Gegenprojekt, sondern als gemeinsames Projekt auch begreift und stark macht. Das wäre doch dann ein Projekt für Sie, für das Bundesforum Männer, will ich jetzt mal am Rande nur sagen. Also in Summe sind wir ja genauso auch unterwegs, aber wie gesagt, für die internationale Kriegsbekämpfung oder Friedensarbeit sind wir bislang nicht unterwegs, das stimmt. Ja, das war doch aber ein gutes Schlusswort. Ich würde damit jetzt hier auch unsere Runde gerne abbinden, wenn ich so auf die Uhr schaue, frage aber trotzdem nochmal Henning von Wagen, ob es noch interessante Wortmeldungen oder Fragen aus dem Publikum gibt, die wir unbedingt jetzt noch mit reinholen sollten. Alles können wir ja, wie gesagt, gar nicht aufnehmen. Ich würde sagen, alle Fragen sind interessant, aber ich glaube, wir fangen dann wieder von vorne an. Ich würde sagen, wir nehmen die Fragen mit, die wir hier im Fragen-Tool haben und gucken nochmal im Nachhinein, was davon vielleicht auch Herr Nesterko oder auch Frau Heinlein noch so noch uns Hinweise darauf geben kann. Und das packen wir dann zu der Dokumentation der Veranstaltung. Es war auch schon die Frage da, ob die Präsentation zur Verfügung gestellt werden kann. Das werden wir in irgendeiner Form, wenn das Herr Nesterko erlaubt, dann auch tun. Also da wird es eine kleine Dokumentation geben und da können wir vielleicht noch auf die eine oder andere Frage dann auch nochmal eingehen. Das, glaube ich, wäre an dieser Stelle das Beste, weil es ja doch schon eine Reihe von Menschen gibt, die nicht mehr so viel Zeit hatten und das Zuhören ist natürlich über so einen langen Zeitraum recht schwer dann auch. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Sie, Diskutierende, Herr Nesterko, Frau Heinlein, Herr Schölper. Vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, die das möglich gemacht hat, natürlich in Kooperation mit dem Bundesforum Männer. Und es gibt noch so viel zu sagen, vielleicht können wir dann an anderer Stelle nochmal weiter diskutieren. Ich glaube, wir haben viele, viele Fragen nur anreißen können. Wir werden sehen. Herr von Wagen, übernehmen Sie. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Vielen Dank, Simone Schmollack, für die Moderation. Ja, ich sehe das auch so, das war ein anreißendes Thema und wir haben viele, viele Pfade aufgemacht und wir werden sicherlich überlegen, an welcher Stelle wir mit welchem Thema auch nochmal in die Tiefe gehen können und was wir dazu beisteuern können. Das ist völlig klar, dass das nicht abschließend ist. Zum Thema feministische Außenpolitik hatte ich schon einiges in den Chat gestellt. Da gibt es ja doch von meiner Kollegin Ines Kappert auch zusammen mit Annika Heinlein doch schon diverse Publikationen, auch gerne zum Nachlesen. Und wie wir es verbinden auch nochmal mit diesem Thema Männlichkeiten und wie wir da nochmal einen anderen Drive reinkriegen, da bleiben wir auch mit dran. Und insofern, vielen Dank, dass Sie heute da waren, für Ihr Interesse. Und vielleicht sehen wir uns dann bei der ein oder anderen Veranstaltung in Zukunft wieder. Und ich wünsche Ihnen dann allen nochmal einen schönen Abend. Vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank nochmal an alle, die hier im Hintergrund direkt oder indirekt mitgewirkt haben. Und ja, bis dann auf ein neues. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.